Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Raft. So, wir gehen jetzt Bäume schlachten, wie es gehört. Oder auch nicht, weil mir wieder alles kaputt geht hier. Ich habe zu wenig Planken, ich habe auch kein gar nichts mehr. Deshalb muss man das jetzt so machen. Sind da Federn drin? Eine Möwe hat sich sehr bequem gemacht. Da sind Federn drin. Hier aber nicht. Da werde ich weiter da rausbauen, glaube ich. Oder in die Höhe. Das könnte ich auch probieren. Mehr in die Höhe zu bauen, damit sie Ruhe hat. Die hat ja Federn. Ich muss schnell zum Forschertisch. Hallo? Eine Feder erforschen. Was haben wir hier? Einen Pinsel. Aha, damit können wir das Floß anmalen und Hängematte. Lässt dich die Nacht durchschlafen und kann verwendet werden, um bewegungsunfähige Freunde wiederzubeleben. Das Wiederbeleben in einer Hängematte liefert noch mehr Gesundheit als ein einfaches Bett. Okay. Machen wir mal. Also, machen wir mal. Lernen wir mal, so wollte ich sagen. So, cool. Coole Schuhe. So. Das heißt also, das hätte schon gepasst, oder wie? Wow. Das hat nicht hingehauen. So. Auf ein weiteres Mal. Heureka. So. La 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 la. Aha, da müsste ich noch weiter, noch höher bauen, dass ich da rauf kann. Ja. Was haben wir hier? Red Flower. Aha, hier hinten kann ich noch hin. Aber da außer Blümchen ist da. Obwohl, ein Bäumchen ist da, Gott sei Dank. 1, 2, 3, 4, 5. Jawohl. Und noch ein Bäumchen. Sehr gut. Eine Mango. Ein Mango-Bäumchen. Dass es hier keine Bananen gibt, ha, ist auch seltsam. Aber vielleicht muss man da eine bestimmte Insel mal anfahren. So, eine Ananas. Mit Sämling? Nein, ohne Sämling. Scheißlich. Egal. So. Ich versuche hier mal mein Glück. Auch wenn das jetzt gleich kaputt gehen wird. Stein, Stein. Noch mehr Stein und noch mehr Stein. Ah, Ton. Wunderprächtig. Wunderprächtig. So. Na, aha, Sauerstoff. So. Geht nix? Obwohl. Ich hätte gern Ton, bitte. Sand hat mir zwar genug, Ton wäre mir lieber gewesen, aber besser als nix, ne? Au! Aha, da geht's rein. Oder auch nicht. Oh, wir sind am Sterben, am Verdursten, an allem. Ich muss hier raus. Na! Hä? Bin ich oben? Alter. Na, hüpf! Die kann nimmer. Obwohl, geht ja. Alte Schachtel. Ja. So, trink was. Unfassbar, krepiert mit der fast, ne? Boah, was ist das jetzt für ein Wellengang hier? Da, blanke, blanke. Ist das normal, dass es hier so schwankt? Tatsächlich. Schlimmer Wellengang. So, hoffentlich bleiben die Sachen auf dem Floß. So, ein Kartoffelchen. Dann tauschen wir das hier mal. So. Aha, mein Haken ist auch kaputt.
Super. Kann ich mir einen neuen bauen, weil mir fehlt Schrott und Bolzen. Okay. Dann muss der Plastik herhalten. Und was brauchen wir jetzt eigentlich für die Schmelze? 6 Ziegel, Schrott und Nägel. Nägel sind das geringste Problem. Die Trockenziegel sind's. Haben wir da wieder? Wie viel haben wir da Ton? 2 Stück. Hier, nasser Ziegel. Einmal. So, dann kann ich den schon mal hinstellen zum Trocknen. So, zack. Sind wir gesund? Ja, so einigermaßen. Da unten sind auch Muscheln. Hat jetzt gerade der Hai angebissen? Ich glaube, ich träume. Gerade ins Wasser gesprungen. Du Saufviech. Mistkerl. Echt. So. Aber wird jetzt wohl hoffentlich bald mal abnippeln, ey. Da. Sand. Ich sehe den Scheißkerl nicht. Da, sammel, sammel. Sammel, sammel. Luft brauchen wir auch wieder. So. Ui. Hü-hüpf. Boah. Also das nenne ich jetzt mal ein Unwetter hier, ne? Bist du narrisch? Ja. Ist schon gut. Ist schon gut. So, wie schauen wir hier aus? Das werden wir mal essen, glaube ich, die Kokosnuss. So, Mahlzeit. So, dann schauen wir weiter, ne? Wir sind genesen. Wo ist der Haifisch? Ich sehe ihn nicht. Ah, ja, ich sehe ihn nicht. Da ist er gerade, ne? Gratuliere. So, das reicht mir dabei schon mal. Schnell nach oben. Ich hoffe, dass jetzt unser Tonziegel da nicht eingeht. Na. Ich will gleich noch einen machen. Sand fehlt mir, das ist kein Problem. Wir haben hier noch welchen. Ich sollte das vielleicht sowieso rausnehmen, komplett. So. Jetzt können wir wieder einen herstellen. So. Und dann stellen wir gleich daneben. So. Dann Planken und noch mehr Planken und eine Kartoffel. Das werden wir auch gleich verknuspern. Weil die Bäume wachsen schnell, ne? Hier können wir ernten. Und pflanzen wir gleich nach. Ernten, ernten. Ernten. Noch mehr ernten. Bitte. Danke. Und ich würde sagen, da hinten machen wir auch nochmal Kartoffeln. So. Dann frisches Wasser. Einmal. Zweimal. Dann wieder Salzwasser nachfüllen. Ich glaube, da kann ich noch so ein Ding brauchen, hm? Oh, den habe ich vergessen zu ernten. So, da werden wir jetzt Rüben anpflanzen und da Wasser draufschütten. So. So. Passt. Die brauchen noch. Okay. Essentechnisch. Die Mango könnte. Halt, die Mango wollte ich noch wegessen. So. Und die Ananas können wir auch wegessen. So. Und dann gehen wir wieder auf die Pirsch. Ich muss nur kurz glubschen. Aha, da kommt er schon. Habe ich ihn erwischt? Ich glaube nicht. Doch? Nein.
Kunststoff. Aha. Jetzt habe ich schon gedacht, ich hätte ihn erwischt. Nix da. So. So, schön mitnehmen die Sachen. Und Luft. Einmal raus. Was mich schon wundert, ist eigentlich, dass hier überhaupt noch was gekocht werden kann bei dem Sauwetter. Aber ich, irgendwie bin ich froh, dass das funktioniert, weil, naja, sonst wird man da irgendwann verhungern, ne? Wenn jetzt ein paar Tage so ein Sturm ist und du hättest keine Chance, dir ein Dach zu bauen. Ja. So. Das mit dem Speer muss ich noch ordentlich üben. Ja, ja, ich habe schon, ja, ich habe ihn schon gerochen. Ich habe schon gewusst, dass er mir gleich eine drüber zwiebelt. Das war so offensichtlich. Au. Ja, jetzt muss ich gehen. Ganz schnell. Seedang. Ja, egal. Wow. Und schnell raus. So. Eiserns bemessen ist das, meine Lieben. Eiserns bemessen. So, Prost. So. Bei der Gelegenheit könnte ich mir auch wieder einen neuen Anker bauen, ne? Aha, da fehlen Planken. Wer hätte das gedacht? Ey, das gibt's ja nicht. Ich denke immer, das ist genug, aber geht das schon? Ja. Dann machen wir ganz gleich ein paar. Jawohl, Balmsam, das ist sehr gut. Machen wir uns gleich ein paar neue Planken, das wollte ich sagen. Boah, der Baum war jetzt ausgiebig. Muss man echt sagen. So. Einmal Süßwasser. Hat's hingehauen? Ach, nee, durch den Regen? Echt? Dann trinkt man das. Das ist ja cool. Wenn es regnet, wird alles automatisch bewässert. Ja, das muss man halt auch wissen. Ich meine, ist logisch irgendwie, aber cool. So. Und weiter braten und wir gehen nochmal tauchen. Also ich bin ja ganz genesen. Ich sollte mich vielleicht ein bisschen hinsetzen, glaube ich. Ist da ein Dach drüber? Ja. Dann werde ich wenigstens beim Sitzen nicht nass. So. Ah, gönnen wir uns ein Päuschen. Ich hoffe, ich erhole mich schnell. Vielleicht sollte ich schlafen gehen. Das wäre besser, ne? Als wie zu sitzen. Aha. Nein! Mist! Grrr. Dreck. Ich glaube, ich lege mich kurz mal hin. So. Kann tagsüber nicht schlafen. Dann halt nicht. Ist ja unwahrscheinlich sowas. Ja! Da können wir ihn jetzt schon umbringen. Hat's hingehauen? Glaub nicht. So, falsche Taste. So. Einmal reparieren. So ist gut. So, ich glaube, er ist nicht gestorben, ne? Weil wir haben kein Fleisch. Nein. Dann verknuspern wir das noch schnell weg. So. Einmal können wir uns treffen lassen. Dann ist wieder finster. So, den Schrott nehmen wir mit. Au. Das war schon mit einmal treffen. So schnell kann es gehen. Alter, wie gemein. Das ist echt so gemein. Grrr. Ah.
Mangosamen haben wir bekommen. Okay, die können wir gleich wieder hier reinlegen. Die Kokosnuss. Die Muschel, ich glaube, das lege ich mal alles hier rein. Die Kokosnuss. Den getrockneten Ziegel. Ah ja, wie schaut's denn aus? Einmal fertig, zweimal fertig. Super. Da fehlen jetzt eigentlich nur noch 6, ne? Wobei, einen können wir schon wieder herstellen, soweit ich sehen kann. Nasser Ziegel, einmal bitte, jawohl. Und der wird gleich, ah, da ist er schon. So. Getrocknet. So, das mit den Ernten sollte ich vielleicht jetzt auch mal wieder ein bisschen lassen. Weil da kommt schon wieder sehr viel zusammen, mehr als ich überhaupt fressen kann. Das sagt man nicht. So. So. Meh. So. Gut. Wenn ich was irgendwas frisst, hilft das auch nichts, ne? Das erhöht auch, aha, wenn man es roh isst, steigert sich hier gar nicht mehr unsere Gesundheit. Doch wofür der Eimer ist, ich habe echt keinen Schimmer. Meh. Mit dem Eimer? Ich habe keine Ahnung. Was man damit machen kann. Ich habe schon gedacht, man kann vielleicht Sachen jetzt ernten, ne? Aber dem ist, glaube ich, nicht so. Hm. Man kann ihn auch nicht als Dekoration hinstellen. Naja, egal. Wird schon für irgendwas gut sein, irgendwann mal. So, Mahlzeit. Und wir rösten auch gleich die nächsten. Hoppala. Würdest du? Danke. So, es wird auch höchste Zeit, dass wir hier wegkommen eigentlich, weil... ja. Mir gehen die Blanken aus. Und... Das ist nicht gut. So, Sedang, Sedang. Da ist noch Sand, glaube ich. Und ich werde gleich gebissen, ich spüre es schon. Ja, habe ich doch gesagt. Da. Da unten wären noch Sachen, aber... Au. Okay, das war's. Ruck, raus hier. Ich glaube, das war's für die Insel. Wir haben eh ein bisschen an Ton zusammenbekommen. Mehr ist derweil nicht. Insgesamt 4 Tonziegel haben wir schon. Fehlen noch 2. Ich glaube, wir können uns von hier verpissen. Ist, glaube ich, in Ordnung. So. Hier fehlen mir jetzt 2 Planken, aber das wird schon werden. Ich habe, glaube ich, eh gerade was gesammelt. Und zur Not können wir jetzt eh noch, zack, wenn wir den hier noch schlachten, den Baum. Da. Die Palme. Jetzt überhaupt? Ah, geht noch gar nicht. Wieso war die dann so schnell fertig? K.A. Da. Da muss ich halt immer aufpassen, wenn ich rein, dass ich nicht unabsichtlich reinplumpsel. Dann bin ich im Eimer. Aber ich könnte ja trotzdem ein Netz hier bauen. Und einen Anker da drüben hinsetzen. Wenn ich denn genug Material habe. Planken fehlen noch ein paar. Aha, ich glaube, jetzt habe ich genug. Schaut ganz danach aus. Okay, dann könnte ich jetzt das Netz bauen. So. Dann bin ich hier mal sicher. Dann brauche ich keine Angst mehr haben, dass ich hier irgendwie... durch meine Ungeschicktheit baden gehe. Weil dann habe ich echt ein Problem, weil bis ich unterm Floß durch bin, hat mich der Hai, glaube ich, weggesnackt.
Hering, Seebrasse, Seil. Das wäre halt nicht schlecht, diesen Haiköder zu nutzen, wenn wir tauchen gehen, ne? Ja, war klar. Da war ich ja viel zu spät dran. Aha, Blanke ist ja klar. Nein, ich habe es jetzt gleich verscheucht, ne? Ja. Ja. Das habe ich. Na nü? Also Blanken, klar. So. Ah, da sind eh schon haufenweise Fässchen. Perfekt. So, halt. Halt, stopp. So. Wow. Voll daneben. So, wie jetzt. So, jawohl. So, wir brauchen einen Haufen Planken. Aber wir sind hier ja super ausgestattet mit unserem Netz hier. Das klappt ja ganz gut. So, passt. Was wollte ich jetzt? Ah ja, da hat der Hai irgendwas weggebissen, ne? Wo war denn das? Da. So, einmal Hammer und zack. Schon besser. So, da oben schaut sie nicht so schlecht aus. Schau, sie hat schon wieder Federn gemacht. Ich werde jetzt mal warten. Aber hier nicht, ne? Doch, es klappt. Ich werde jetzt einfach mal warten. Vielleicht legen sie ja noch Eier. So, Tonziegel. Sehr, sehr nice. Schwupp. Da, 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 da. Jetzt habe ich noch keinen Anker, fällt mir auf, ne? Da fehlt mir Seil, aber das haben wir schon. So. So. Aha, den kann ich hier überall hin platzieren. Hier natürlich nicht, ist eh klar. Aber hier wird es überall gehen. Ich würde sagen, ich wähle mal den hier aus, weil, ich glaube, das ist besser. Mist! Jetzt war ich so konzentriert, dachte ich mir, das klappt. Diesmal klappt es, diesmal kriege ich sie, aber nein. Naja, was soll's. So. Ich glaube auch, das mit unseren Lampen klappt recht gut. Hier wäre auch. Dachte ich, was kommt denn jetzt für ein Geräusch? Da wäre, glaube ich, auch noch gut, eine Lampe zu bauen. Also eine Laterne. Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne. So. Ja. Ja, das wird ja. Jetzt haben wir schon ein bisschen Licht. Ne? Schön. Jetzt ist es für euch, glaube ich, auch schon angenehmer. Als nächstes möchte ich dann gerne wirklich so eine Kombüse, sag mal dazu, Kombüse für die Küche des Seemanns. Ich glaube, das nennt man Kombüse, oder? Bauen, wenn es möglich ist. Hier möchte ich dann auch gern zumachen. Also die Wand. Vielleicht muss ich die hier wegreißen, das könnte auch sein. Aber eine Wand möchte ich hier noch bauen. Also hier noch einen raus. Und dann hier so zu. Ich könnte aber eigentlich schon mal anfangen, ne? Wir haben ja ein paar Planken. So. Aha, das geht irgendwie nicht. Warum? Achso. Ich weiß schon. Wisst ihr es auch? Mir fehlt schon wieder was. Richtig, eine Planke. So, die Tür würde ich vielleicht gern. Soll man sie mittig machen? Oder Rand? Am Rand. Am Rand ist besser, ne? Weil wir haben hier ja unsere Truhe. Habe ich schon jemals eine Tür gebaut? Glaube nicht. Alter. Mist. So. Das klappt super. Super klappt das. So. Und gleich Hefe voller Trinkwasser. Wie schaut es mit uns aus? Ja, wir sind auch durstig. So.
So, ein Schluckerl und noch ein Schluckerl. Sehr gut. So und so. Hoppala. So. Ah, hier fehlt auch noch was. Das können wir mitnehmen. Da drüben ist ein Floß. Ich muss sofort dahin. So. Wir müssen bitte dahin. Und zwar sofort. Ja, wir können noch ein Stückchen rauf. So. Ah, das könnte zu viel sein. So vielleicht. Alter, du Haifisch. So. Einmal schnurstracks reparieren. Wir haben keine Planken, natürlich. Wie schaut's aus? Floß schwimmt vorbei. Das ist super. Wo ist mein Paddel? So, ist gut. Sehr, sehr gut. Dann schauen wir mal, was haben wir da Schönes? Alles voll mit Planken. Okay, unser Plankenproblem hat sich momentan geregelt, geklärt. Schön. So. Was fehlt denn hier? Aha, wir brauchen Nägel. Mhm. Aha, die kann ich so natürlich nicht bauen. Da. Spiel nicht erwischt. Wie schauen wir hier aus? Federn. Wie schauen wir hier aus? Noch mehr Federn. Da oben wäre auch ein guter Platz fürs Vogelnest, ne? Aber es klappt eigentlich. So circa in etwa. Ah, hier habe ich vergessen. So. Ich wollte zwar umbauen, ich weiß, aber egal jetzt. So, wie viel Platz habe ich im Inventar? Genug. Ich werde nur schnell was essen. So, Mahlzeit. So. Ich will dich entfernen. Falsche Taste. Hey, ich will dich entfernen. Ah, jetzt. So. Die Winkekatze. Ich werde sie mal dabei hier hinstellen. Dann kann ich hier die Wand fertig bauen. Beziehungsweise würde ich gerne die Türe machen. Ja. Ja, das passt schon so. Und dann brauche ich jetzt noch die Wand. Und da fehlt natürlich schon wieder Planken. So. Jetzt haben wir eh gerade so viel bekommen, ne? Ist ja unglaublich. So, schön sammeln, sammeln, sammeln. Jetzt haben wir wieder Platz. Und Möglichkeiten zum Bau. Halt, zum Bauen. Jo! Ist doch schön. Hervorragend. So. Na, das den Durchgang will ich, glaube ich, lassen. Der ist gar nicht so ungeschickt. So. Gut. Dann hätten wir das ja auch schon mal. Dann würde ich sagen, hier lasse ich frei, wegen den Pflanzen hier. Da könnte man hier vielleicht oder später hier vielleicht noch was bauen, dass wir so quasi eine Doppelgeschichte hier haben. Würde ich sagen, ja. Gibt es hier eine Insel oder ein Floß? Nein. Okay. Dann nicht. Hü-hüpf, hü-hüpf. Jo. Was können wir das? Ich wollte jetzt eine Küche eigentlich bauen für uns, ne? Da könnte man doch hier gleich weiterbauen, eigentlich.
so ein kleines Eck noch und hier die Küche machen, ne? Also wirklich so. Dann hier wieder eine Tür. Oder? Und hier die quasi die zwei Grills aufbauen. Ne? So geht das hier. So, ne? Dann da oben natürlich wieder ein Dach. So und so. Und dann wollte ich jetzt mal einsammeln und einsammeln. Und die wollte ich jetzt auch mal entfernen. So. Mal die Taste suchen, da ist auch schon wieder vorbei. So, und hier auch. So, und jetzt da. Die wieder schön. So, am besten schön randig wie möglich, glaube ich. Also so. Und so. Wo ist er? Da unten. Ah, da komme ich zu spät. Aber das war jetzt gut, dass wir den Anker etwas weiter drüben gesetzt haben, weil der wäre mir jetzt eingegangen. So. Passt. Ich glaube, so ist das in Ordnung. So. Und dann die Kartoffeln drauf. Schön. Jetzt haben wir hier schon langsam etwas Platz. Dann würde ich sagen, die Kiste mit den Lebensmitteln hierhin. Da brauche ich jetzt aber zuerst Platz, glaube ich, weil sonst verliere ich hier alles. Oh, eine Insel. Eine Insel für uns. Yes. So, mal schön aufräumen hier. Schön sammeln. Nice. Oh, das war, glaube ich, zu weit. So. Ich hoffe, dass wir auch raufkommen, aber ich glaube schon, weil wir hier eh schon eine Wand haben. Segeln wir jetzt dran vorbei, das will ich aber nicht haben. So. Noch ein Stück. So. Und. Yes. Platsch. So. Jawohl. Sehr, sehr gut. Dann brauche ich jetzt nur noch das hier. So. Und auch hier wäre eine Leiter gut. Aber da muss ich zuerst, warte. Da muss ich zuerst. Kann ich denn noch hier? Ja. Ja. Und dann noch so. So, jawohl, genau. Dass ich nicht runterfalle, ne? Weil ihr wisst ja, ich bin, hoppala, ungeschickt. Und da kann es schon mal passieren, dass ich retour aus Versehen nach unten falle, statt oben zu bleiben. So, ich brauche schon wieder Planken. 4 Stück, das ist unerhört. So, da haben wir 2, da haben wir 1, da haben wir 1, passt perfekt. Haben wir schon genug. Geht mir das schon so ein Dreckshai an? Ich glaube noch nicht. Noch nicht. So, jetzt passt. Hoppala. Ich will da rauf, bitte. Aha. Ich habe das verkehrt gebaut. Ich bin da echt noch zu wenig weit oben. Okay. Aha. Ja gut, was trinken mal zuerst. Mhm. Da ist schon wieder nichts drin. Ich wollte den Part beenden. So. So, wir sind gerettet. Ich werde jetzt den Part beenden. Und den nächsten hoffe ich, dass wir die Insel hier erkunden können. Sonst gehe ich mal tauchen, weil Ton ist eh eigentlich wichtiger als alles andere. In diesem Sinne, ihr Lieben, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!